Absolut. So, dann gucken wir mal. Also, das haben wir jetzt soweit. Und jetzt kreuze ich noch mal kurz an, was du gemacht hast. Also, du hast gesagt, Kräfte habt ihr schon gemacht. Dann mache ich da mal so mit fetten Grün dahinter. Kräfte. Was habt ihr über Kräfte denn so gemacht? Also, was war. Warte mal, Wärmelehre hattest du auch schon. Okay. Bewegungslehre, das ist ja hier hinten. Ne? Die drei Sachen hast du dann schon angearbeitet. Und wollen wir die. Ja, wollen wir da jetzt Fragen dazu stellen zu den Themenfeldern oder hast du zu den Dingen, die du da gemacht hast, irgendwelche, na, wie sagt man, Restfragen oder so? Erstmal gar nicht. Ja, genau. Also ich würde ja mal hier vorne anfangen und dann mit der Chemie beginnen zum Beispiel, weißt du, und dann mir die ganzen einzelnen Themenfelder so zu erarbeiten. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Da ist die Frage, arbeiten wir das jetzt vor oder arbeiten wir das nach? Und wenn du sagst, du hast da nichts Richtiges, dann habt ihr denn auch schon Prüfungsaufgaben da schon bearbeitet? Okay, okay, alles klar. Und dann ist das eben so, was weiß ich, da hast du irgendwie eine Menge Wasser, die aufgeheizt werden soll und so weiter, ne? Und dann sollst du ausrechnen, wie lange das dauert, wenn du eine bestimmte Energiemenge da einbringst und die Verluste berücksichtigst und solche Sachen, ne? Aha, das ist aber Längenausdehnung, wenn du so willst, ne? Das ist hier. Darum hatte ich jetzt so ein bisschen Wärmelehre ist für mich so eigentlich beides zusammen hier irgendwie, dass du sagst, wir haben einmal hier diese Wärmeausdehnung, das ist das hier, ja? Die hast du gemacht und Wärmeenergiemengen und so weiter, die hat sie die auch schon gemacht? Okay, alles klar. Gut, dann lass uns so machen, damit wir da nicht zu viel Zeit verblödeln. Dann lass uns einfach mit der Chemie da vorne anfangen und ich versuche dich denn da mal so ein bisschen abzudaten. Was denn zum Thema, was da zum Thema Chemie ankommt. Und du sammelst aber bitte immer auch die entsprechenden Fragen, die wir jetzt vielleicht aus diesen von dir schon bearbeiteten Themen dann haben. Und wir werden die sicher später in der Prüfungsvorbereitung uns dann auch nochmal angucken, weil dann werde ich dich auch nochmal ärgern mit Fragen, die vielleicht ein bisschen anders sind als das, was sie gemacht hat. Und naja, wenn sie gleich sind, dann hast du Glück. Aber ich glaube, irgendwie kriegt man da immer schon einen Unterschied rausgearbeitet. Ne? Gut. Alles klar, perfekt. Dann lass uns starten. Dann nehmen wir uns jetzt die Chemie davor. Das heißt also Christian. Und dann haben wir den zweiten, ersten, 20. Ich übe fleißig. Und Hauptthema ist Chemie. Und da weiß ich jetzt immer nicht so ganz genau, verdammt, wo, was brauchen wir denn praktisch für die technische Prüfung dazu? Meistens ist es ja die Aufgabe 1 in den ganzen NTG-Prüfungen. NTG-Prüfungen ist immer die Aufgabe 1 an für sich. Und da stellen die ja nun ganz verschiedene Fragestellungen. Einmal geht es natürlich einmal hier in diesen rein chemischen Reaktionsbereich rein, Säuren, Basen, Wasserchemie und auch in die Korrosion. Da suchen die sich oft was raus, was aber dann, ja, du bei der letzten Prüfung vielleicht so ein bisschen anders gewesen ist. Aber das weiß man nie, was die da im Einzelnen fragen wollen. Und da würde ich am ersten erstmal anfangen, was ist denn überhaupt eine chemische Reaktion? Das wäre ja jetzt mal so die erste Frage überhaupt. Und ich glaube, mit so einem Frage-Antwort-Spiel kommt man immer ganz gut klar. Also, was ist eine chemische Reaktion? Ich schreibe das mal so hin, ne? Was ist eine chemische Reaktion? Fragezeichen. Hast du da eine Idee? Ja, sich irgendwie verbindet. Und zu diesen chemischen Reaktionen, da kennen wir den Begriff Atom und den Begriff Molekül. Was ist also jetzt ein Atom und was ist ein Molekül? Frage. Hast du eine Antwort drauf? Was ist ein Atom? Das habe ich mir schon gedacht, weil das ist auch nicht so schlimm, weil im Prinzip ist ja alles da. Wir haben ja diese Formelsammlung hier. Und in dieser Formelsammlung stehen ja auch irgendwelche Stoffdaten drin. Ich muss sie nur erstmal selber suchen. Irgendwo steht Aluminium da drin und so weiter. Das sind ja irgendwelche Stoffe da drin. Und die finden wir aber auch irgendwo im Periodensystem wieder. Ja? So. Und da siehst du jetzt Periodensystem der Elemente. Man könnte auch sagen, ein Atom ist eigentlich auch ein Element. Beides ist gleichbedeutend. Und wenn du dir das anguckst, dann wissen wir, dass die, ich sag mal, die kleinsten Baueinheiten der Materie praktisch diese einzelnen Stoffe darstellen, die wir hier auf der Welt so kennen. Ja? Also es ist die kleinste Baueinheit der Materie, wenn du so willst. Naja, das klingt so doof, weil es gibt ja Elektronen, Protonen, Neutronen und so weiter. Das sind ja auch irgendwelche Stoffe, aus denen sich was zusammenbaut.
Aber man könnte fast sagen, die Atome findest du praktisch im Periodensystem wieder. Ja? Periodensystem. Periodensystem. Und sind die kleinsten Stoffbaueinheiten, so könnte man es beinahe sagen, ne? Kleinste Baueinheit, ne? Kleinste Baueinheit. Einheit. So, finden wir alle wieder. Was ist H? Nee, Wasserstoff. Also H, Wasserstoff. Ganz rechts, da haben wir den Begriff der sogenannten Edelgase. Ja, Helium. Helium ist ein, oder Argon, kennst du vielleicht auch vom Schweißen, ist ein Schutzgas. Genau. Also vom Schweißen ist es ein Schutzgas. Das heißt also, die Atome, die hier ganz rechts im Periodensystem stehen, sind praktisch alle reaktionsträge oder reaktionsfrei. Das heißt, die verbinden sich mit keinen anderen Stoffen. Ja? Die anderen Elemente, wie wir sie hier drin haben, Beryllium, Natrium und so weiter, die sind in der Lage, mit anderen Elementen Verbindungen einzugehen. Ja? Also werde ich mir das mal versuchen, da noch mit reinzuschreiben hier. Elemente, kleinste Bauteinheiten, die entsprechenden, wie habe ich die Dinger eben genannt? Edelgase, ne? Edelgase, Doppelpunkt, sind reaktionsfrei. Wollen wir das mal so schreiben? Reaktionsfrei. Verbinden sich nicht mit anderen Atomen. Ja? Was sind denn jetzt Moleküle, wenn wir das jetzt schon so ein bisschen herausgearbeitet haben? Da überlege ich natürlich sofort, du hattest eben schon auch Wasser genannt, ja? Wenn man sich das so anguckt, Wasser setzt sich aus welchen Stoffen zusammen oder aus welchen Elementen zusammen? Okay. Genau. Also, ja, zum Beispiel, da kommt man ja ganz gut ran, H2O, ja, setzt sich also aus wie vielen Elementen zusammen? Das sind wie viel? Drei Elemente. So, und wenn man sich das also anguckt, kannst du sagen, es ist eine Verbindung aus Elementen. Einverstanden? Verbindung von gleichartigen, ne? Oder auch verschiedenen Elementen. Also da kann man jetzt gar nicht so genau unterscheiden, was da genau gemeint ist. Verbindung von Elementen. Zum Beispiel Wasserstoff. Und dann sind wir eigentlich schon genau da, wo wir dann die chemische Reaktion, und das war ja die Frage gewesen, was ist eine chemische Reaktion, irgendwie beschreiben. Die Frage wäre also, wie entsteht Wasser zum Beispiel? Ja? Dann machen wir das doch mal in Gedanken. Und sagen, irgendwie muss ja Wasser entstanden sein. Und zwar sehe ich das ja hier. Wir haben H2, ja, plus O. Und das Ganze reagiert zu H2O. So scheint das ja erstmal zu sein, oder? Richtig? Gut. Also, das wäre eine sogenannte Reaktionsgleichung, richtig? Also, wir nehmen zwei Wasserstoffatome. Oh, ja. Und das muss ich jetzt allerdings ehrlicherweise dazu sagen. Warum steht hier H2 und nicht nur H? Denn hier im Periodensystem steht ja nur H. Warum? Ja, ne? Also, ich meine, wenn ich die ganze Zeit schon rede, muss ich den Ball ja auch mal irgendwann übers Netz zurückspielen. Das nützt ja nichts hier. Also, im Prinzip kannst du jetzt Folgendes dir überlegen. Wenn du dir anguckst, wie Wasserstoff aufgebaut ist, das können wir ja hier praktisch ganz wunderbar sehen in diesem Periodensystem. Ja? Da steht also im Grunde hast du einen Atomkern. Ja? Und dieser Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Das will ich jetzt gar nicht hier reinschreiben, weil das ist ja hier schon alles abgebildet, richtig? Und draußen drumherum, da fliegt praktisch ein Elektron. Ja? Und das wäre jetzt ein einziges Wasserstoffatom, richtig? Aber wir haben ja hier zwei hingeschrieben. Also male ich doch mal bitte noch mal ein zweites dahin. Und jetzt ist es tatsächlich so, also ich versuche das mal hier so ein bisschen anzudeuten. Na, ich kann es nicht richtig zeichnen, was müsste ein bisschen, also da ist wieder der Kern. Hier hast du das Elektron und
Jetzt hätten wir tatsächlich zwei einzelne Wasserstoffatome, aber sie sollen eine Bindung aufgeben oder aufnehmen, was ja hier schon angedeutet ist. Das heißt, die beiden Dinger, die sollen sich praktisch verbinden und das tun die auch, weil im Grunde wollen die alle diese sogenannte Edelgaskonfiguration haben. Welches wäre denn praktisch das nächste, welches wäre denn das nächste oder erste Edelgas, das sich bilden könnte? Das wäre Helium, richtig? Und da siehst du schon, wie das funktioniert hier. Hier vorne steht H1. Das ist also die Anzahl der Elektronen oder der Protonen. Ja, ich frage dich nicht. Es war ja nur eine rhetorische Frage. Das sind die Anzahl der Protonen. Also Plus ist Proton, ja, das andere ist Neutron. Und Plus und Minus halten sich gewissermaßen elektrisch die Waage, richtig? Sie stehen elektrisch im Austausch und neutralisieren sich sozusagen. Elektronen kannst du wegnehmen. Die sind nicht am Kern gebunden. Das heißt, aus diesem Grunde ist die Ordnungszahl, so heißt das Phi, ne? Das ist die Ordnungszahl. Ordnungszahl. Steht das hier auch irgendwo drin? Guck mal, da steht es ja auch drin. Ist immer die Anzahl der Protonen. Einverstanden? Anzahl der Protonen. Aber in Wahrheit ist es ja so, wenn sie denn im Gleichgewicht stehen, ja, dann ist die Elektronenanzahl ja genauso groß, ja? Also in Klammern auch Anzahl der Elektronen, ja? Aber denk dran, ich kann mit Gewalt dem das da wegnehmen und dann hat das Wasserstoffgebilde zwar immer noch ein Proton, aber kein Elektron mehr, ja? Dann ionisiere ich das Material, also Anzahl der Elektronen. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber hier kann man es am besten kapieren. Wenn ich die beiden Dinger jetzt also zusammenpappe oder sie in die Nähe bringe, dann werden die Kameraden gewissermaßen sagen: Hey, es wäre schon cool, wenn wir uns beide, sage ich mal, partiell immer selbst befriedigen, indem ich dir nämlich kurzzeitig mal mein Elektron leihe, aber dann gibst du mir deins wieder zurück und dann haben wir zumindest mal in der Hälfte der Zeit das Gefühl, als wären wir glücklich. Ja? Das heißt, die Dinger, die reagieren dann praktisch tatsächlich zu H2. Und das würde dann gewissermaßen so aussehen. Naja, die Elektronen sind ja noch nach wie vor da. Aber die Schalen, die überlagern sich jetzt. Ja? So sieht das dann aus. Und deine Protonen und Neutronen, die sind da immer natürlich noch drin, weißt du? Deine Kullerchen. Und schon hast du dann praktisch sozusagen eine Atombindung gebastelt. Also das heißt also, die Gase, und das machen alle Gase. Alle Gase tauschen diese Elektronen aus und bilden damit dann praktisch kein einzelnes Atom, sondern immer nur Moleküle. Einverstanden? Das muss man einfach mal so mitnehmen. Und dann siehst du schon, alles klar. Dieses hier. Ist das jetzt ein Atom oder ein Molekül? Ja, perfekt, danach fragen die auch. Ja? Das ist ein Molekül. Warum? Weil zwei H sich verbunden haben. Aber nun musst du ja auch mal ehrlich sein und sagen: Komm, Dicker, wenn du eben so auf die Tonne gehauen hast und gesagt hast, dass alle Gase zwei Atome beinhalten, dann muss das auch für Sauerstoff gelten. Richtig? Ja, das stimmt. Für Sauerstoff gilt das auch. Das gilt also auch für, ich weiß gar nicht, für Fluor, weiß ich jetzt doch, für Fluor ganz genauso, nur nicht für die Edelgase, weil die sind ja schon fertig in ihrer Baureihe. Ja? Also muss ich ja wohl ehrlicherweise sagen, so funktioniert es nicht. Nur in meinem kleinen Kopf. Also muss hier praktisch eine 2 stehen, richtig? Ja, ganz genau. Ich bin da sehr pimmelig, sage ich immer. So, und dann siehst du schon, Alter, du hast zwar jetzt hier alles richtig gemacht, aber wenn ich hier vorne vier Atome reinschmeiße und da hinten kommen nur drei raus, das nenne ich Zaubern, richtig? Das geht so natürlich nicht. Und dementsprechend müssen wir jetzt umswitchen und sagen: Komm, diese Reaktionsgleichung hier, die müssen wir jetzt richtig schreiben. Wenn du also nur ein Sauerstoff verbrauchst in dem Molekül hier,
Dann müssen aber eigentlich zwei Moleküle entstehen. Denn wenn du zwei Moleküle Wasser hast, hast du auch zweimal Sauerstoff, richtig? Okay, dann werden wir das jetzt reparieren. Zweimal wäre jetzt Sauerstoff in Ordnung. Ja? Passt. Aber wie viele Wasserstoffatome habe ich dann verbraten? 2 mal 2. Richtig? Also habe ich hier vorne 4 verbraten und das muss ich jetzt wieder reparieren. Einverstanden? Und auf diese Art und Weise habe ich also tatsächlich Molekül, naja, das war hier eh ein Molekül, ne? Wegen der 2. Molekül. Naja, und aus 2 Molekülen, wenn du so willst, ist wieder ein neues Molekül entstanden. Oder? So ist so, ne? Sind nur eben 2 Stück. Also, wenn du so willst, 2 Tropfen Wasser, ne? Wenn man so wollte. Und dieses Reparieren, was ich hier gerade gemacht habe, das brauchen wir natürlich, damit die Summe aller Atome, die links reingesteckt werden, auch rechts rauskommen. Und das passt ja auch. Stimmt das überhaupt mit der 4? Ich habe 4 Wasserstoff verbraten, ja? Was muss denn da denn stehen, damit es 4 werden? Na, auch die 2. Einverstanden? Also, ich meine, wenn man genau guckt, dann stolpert man auch über seine eigenen Fehler und das ist ja auch ganz gut so. Denn wenn man das dann nochmal kontrolliert, stellt man ja fest, okay, Alter, da hast du zwar gedacht, aber nicht gemacht, ne? Also, 2 mal 2 sind 4, da muss die 2 hin, passt wieder. 2 mal 2 sind 4, plus 2 sind 6, 2 mal sind 4, plus, ne? Passt. 6 Atome am Bau verbraten. Gut, das war schön. Dann wollen wir nochmal eine andere Geschichte machen und sagen, ja, jetzt hast du aus 2 Molekülen was gebastelt. Kennst du denn noch andere Reaktionsgleichungen? Ja, bitte. Genau, weil im Grunde genommen, jetzt könnte, wenn du dir das jetzt mal anmalen würdest, ne? Wir können uns das also in aller Ruhe arbeiten. Jetzt könntest du doch sagen, also wie sieht denn mein Wassermolekül aus? Also H2H habe ich schon, richtig? Und hier müsste jetzt noch ein O angebaut werden, richtig? Und das würde dann im Prinzip aus Kühl selbst besteht aus 3 Atomen, aber eben zweimal. Kapiert? Und darum steht die 2 hier vorne, weil 2 Moleküle gemeint worden sind. Ja? Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend, aber ja, hier, wie viele Moleküle hast du hier verbraten? Nee, 4 Atome, 2 Moleküle. 2 mal Molekül, richtig? Da wegen der 2, richtig? Wie viele Moleküle hast du hier verbraten? Anzahl der Moleküle 2. Hier steht eigentlich 1 davor, richtig? Also ein Molekül Sauerstoff. Wie viel hast du hier? 2 Moleküle. Einverstanden? So, und darum darfst du dich jetzt wegen dieser 2 nicht da hinten hinschreiben, weißt du? Wenn ich das so eben richtig verstanden hatte. Also die 2 steht für die Anzahl der Moleküle, die eben hier aus 3 Einzelatomen besteht. Ja? So, also. Ja, genau. Ich denke, das muss man wirklich ein paar Mal machen. Und dann stellt man auch fest, jo, ist ja gar nicht so kompliziert. Denn das ist hier jetzt praktisch eine Art Reaktionsgleichung. Aber da kommen wir nochmal zu. Und was fällt uns denn sonst noch so als chemische Reaktion ein, die jetzt überschaubar ist, verstehst du? Also, was fällt mir ein? Auf jeden Fall verbrennt zum Beispiel Kohlenstoff, oder? Dann machen wir das doch mal. Wenn Kohlenstoff verbrennt, ja Gott, dann lass uns doch mal gucken hier. Kohlenstoff, wo ist Kohlenstoff? Such, 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 such. Irgendwo muss es sein, oder? Da, Ordnungszahl 6, richtig?